Hey Leute, was geht? Hier spielt mir mal der Quickscope-Exe. Und heute mal zu einer Runde Einzelspieler. Und ich habe eine Bitte an euch. Bitte nicht gleich wegschalten, weil für mich ist das ein wichtiges Video, über das ein wichtiges Thema, über das ich sprechen möchte. Und dann sage ich ciao, bis zum Intro. Hier bin ich wieder. Ich mache jetzt kurz die Musik an. Wieso mir das Video heute so wichtig ist, weil ich über Haters rede. Ja, ich weiß, ich rede heute schon wieder über Haters. Vielleicht habt ihr die Comments gelesen vom letzten Video, was das Unboxing, was halt ziemlich gut bei euch angekommen ist. Hoffe ich mal zumindest. Ich glaube schon, dass das mit dem Unboxing war. Also ich weiß halt, dass das letzte Video ein Unboxing war. Halt, da war halt ein Hater mit dabei, der musste mir unbedingt in die Comments reinschreiben. Das hat mich ziemlich verletzt. Ja, Gefühle, bla bla bla. Halt, er hat mich schon ziemlich beleidigt. Wiederum, ich weiß nicht, ob er das als Spaß gemeint hat. Ihr könnt euch durch das letzte Kommentar durchlesen. Genau, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ist mir auch egal. Also voll, geht mir das voll am Arsch vorbei. Halt, ich finde solche Hate ist echt nicht okay. Und ich sag immer wieder dazu, also ich denke mir das halt zumindest. Leute, wenn ihr einen YouTuber nicht mögt, wieso schaut ihr dann die Videos von demjenigen an? Ich habe ihn dann auch zumindest geschrieben, also ich habe ihn dann angeschrieben. Ja, er meint unbedingt, ich soll abkratzen. Oder so auf die Art und Weise, wie er das halt gemeint hat, keine Ahnung. Und ich mache solche scheiß Videos und so. Ja, für die meisten Betriebe ist das für ziemlich größer der YouTube ist, die, ist das wahrscheinlich egal, aber mir eben nicht, weil ich habe 50 Abonnenten, 50 tolle Abonnenten, 52 sogar, 52, tut mir leid. Und ich habe 52 tolle Abonnenten und ich habe ihm dann auch geschrieben, ja, was willst du mit deinen 15 Abonnenten, keine Ahnung, wie viel der hat. Und dann meinte er so auf cool machen, ey, du hast ja nur 5, du hast 45 Abonnenten mehr als ich, jetzt musst du nicht angeben. Ich habe damit auch nicht angegeben, aber er soll nicht so eine große Fotze ziehen, wenn er meint, ja, ich mache auf jeden Fall bessere Videos als du. Ja, Mann, Leute, ihr könnt durchaus seinen Channel vorbeischauen. Ich sag's wie es ist, ich finde nicht, dass der bessere Videos macht als ich. Ich finde selber auch, dass ich gute Videos mache. Ich habe bemerkt, ihr habt mir 10 Likes beim letzten Video da gelassen. Ich hoffe mal, euch hat das Unboxing gefallen. Ja. Dann. Ja, ich sag's einfach immer wieder nur, wenn es Haters bei bestimmten Plattformen, also bei den bestimmten YouTubern halt gibt, dann schaut euch bitte nicht die Videos von demjenigen an, wenn ihr ihn oder die Videos halt nicht mögt, weil sowas stört mich dann auch ziemlich. Also es ist zwar eure Meinung, was ihr für so jetzt die Videos findet. Ich finde es auch cool, dass ich endlich mal einen Hater habe. Das merke ich endlich, dass Leute auch mich anschauen, die mich nicht mögen. Ist mir dann auch egal, geht mir auch dann, wie gesagt, am Arsch vorbei. Mich freut es halt, wie gesagt, dass ich einen Hater habe. Ja, ich sag's wie es ist, mich freut. Wie wollte ich das denn jetzt noch sagen? Ja. Mich freut einfach, dass ich einen Hater habe. Keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken wollte, keine Ahnung. Ja. Ich kann jetzt das nicht wirklich beschreiben. Was habe ich noch? Irgendein Thema habe ich mir noch überlegt. Ja. Ihr könnt mir immer wieder solche, wenn einer eine Elgato HDPVR, was weiß ich, hat. Und er hat so nuklear gerissen, was weiß ich, ein 70, 80, 90 plus. Ich nehme immer wieder Videos. Mein Skype-Channel wisst ihr sogar.
So, hey Leute, hier bin ich wieder. Ich musste vorhin einen kurzen Cut machen. Meine Mutter kam rein, die hat mich irgendwas gefragt und unterdessen habe ich aus Versehen weitergespielt, was keine gute Idee war. Aber ihr habt jetzt nicht wirklich viel verpasst. Was habe ich? Ein bisschen Holz habe ich gesammelt. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, genau. Wieso ich keine Videos brachte, das war wegen dem Grund. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vorhin das schon erklärt habe, ich habe es mir jetzt nicht angesehen. Ich habe nämlich den Part, machte ich am nächsten Tag, gestern war der 6. August und ich bin jetzt am 7. August, ja 7. August. Und da kam halt meine Mutter rein, ich habe gerade, hatte Streit mit meiner Mutter und so, weil ich zu viel zocke, bla bla bla, ja. Deswegen kam ich auch hin und wieder mal nicht zum Video, weil ich einfach zu viel zockte oder wirklich dann wiederum keine Zeit hatte. Aber zum Glück habe ich ja solche entspannten Abonnenten, die einfach bei mir bleiben. Also, ja. Und ja, also, es tut mir halt leid, dass ich nicht immer ein Video rausbringen konnte, weil ich eben so viel Stress jeweils hatte. Und ja, und das wird jetzt so ein bisschen länger, das Video. Ich musste halt einen Cut machen wie meine Mutter, die hat mich irgendwas gefragt. Und ja, dann habe ich halt unterdessen kurz weitergespielt, das habe ich nicht aufgenommen. Und ja, hier geht's halt weiter. Als ich hätte mir noch ein Thema überlegt, ich weiß nicht, vielleicht kennt einer von euch den Social Clan. Ich glaube, das ist Xbox. Ich glaube, der ist auf Xbox nur, ne? Der Social Clan. Und da habe ich mir halt ein Video über Sucht angeschaut. Und ich sag's ehrlich, der das kommentiert hat, der hat mich schon fast beschrieben. Also, ich sag's wie es ist, ich war wirklich fast schon süchtig. Also, ich habe wirklich jeden Tag wortwörtlich gezockt. Und ja, ich sag's wie es ist, das glaube ich sagt jeder Suchthaufen, keine Ahnung. Das Spiel hat mir einfach so Spaß gemacht. Ich habe glaube ich am Tag, ich bin aufgestanden um 11 Uhr, hab gezockt bis um 11 Uhr abends jeweils oder jeweils dann halt 1 Uhr früh war es dann, keine Ahnung. Und ja, halt, ich sag's wie es ist, der hat mich beschrieben und es ist nicht zum Empfehlen, Leute, also. Versucht nicht zu viel zu spielen, ja, ihr müsst euch jetzt wieder mein Gelaber anhören, was weiß ich. Es ist zwar eh eure Entscheidung, aber halt, es ist wirklich nicht zum Empfehlen und wenn ihr da andauernd spielt und spielt, ist das auch nicht unbedingt so prickelnd gut. Aber ja, es ist ja wie gesagt eure Entscheidung und ich bin ja wirklich andauernd nur vor der Xbox gesessen, saß ich und das. Ja, war wirklich nicht mal schön. Ich habe zwar viel mit, ich habe dann auch noch viel mit Freunden unternommen, aber trotzdem, zum Empfehlen ist es nicht unbedingt, weil jetzt kann ich unterdessen gar nicht spielen. Meine Mutter lässt mich jetzt gar nicht mehr. Ja, ich sag's wie es ist, meine Mutter lässt mich nicht mehr. Und ja, also, ich finde das jetzt scheiße, dass ich nicht mehr zocken kann. Ich kann jetzt auch nicht mehr so oft zum PC, weil sonst werde ich noch beim PC süchtig. Meinte mein Vater dann wieder so mir, Alter, ich könnte so ausrasten, ich könnte wirklich so ausrasten. Ja. Zur Abwechslung habe ich dann noch eine Frage an euch. Ich weiß jetzt nicht, ich habe auf dem Laptop so einen Post bei der Seite von YouTube halt von Quickscope Exit gepostet. Irgendwie so irgendwas von World of Warcraft oder sowas, keine Ahnung, ob das wer spielt, ob ihr euch davon Let's Plays ansehen würdet. Und ich hoffe mal, dann hat's gepostet. Wenn nicht, dann nicht. Ich sag's ja jetzt im Video. Ihr habt die freie Auswahl. Ich könnte Unturned Let's Playen, was ich geil finde. Unturned ist ein wirklich geiles Spiel. Sonst gebt es mal auf YouTube ein. Hat was mit Minecraft und ein bisschen, ja, mehr Minecraft. Aber ich finde das Spiel ziemlich geil. Ist abwechslungsreich. Was kann ich noch über das Spiel sagen? Ja. Es ist abwechslungsreich. Pardon. Nee, halt. Ich finde es ein geiles Spiel und ja. Mich würde es halt interessieren, ob ihr euch davon Let's Plays ansehen würdet. Schreibt es mir bitte in die Comments.
Ihr habt ja beim Zocker 1918 keine Videos in letzter Zeit gesehen, weiß ich nicht, hatte keine, ich glaube, er hatte keine Zeit oder so. Oder er hatte keinen Bock, ich weiß es nicht. Achso, Stein, okay, habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Und ja, keine Ahnung, vielleicht ist der mal wieder in Let's Play Einzelspieler oder was weiß ich, vielleicht spiele ich mal mit dem auf Gomme HD. Ich weiß es noch nicht. Und schreibt mir bitte in die Comments, ob ihr euch World of Warcraft ansehen würdet. Also ein Let's Plays von mir. Mich freut es, dass ich solche treuen Abonnenten habe. Ich habe jetzt 52 Abonnenten, was ich echt geil finde. Dann, ich weiß nicht, ob ich das sagen würde. Ein paar haben gesagt nein, ein paar ja, ein paar nein, ja, ein paar ja. Das hätte ich beim 100k Abonnenten-Special geplant sonst. Ich habe so einen Controller noch, ist nicht wirklich demoliert. Ne, ist gar nicht demoliert. Ist noch fast wie neu. Ich könnte mal sonst ein Bild davon reinstellen. Ich würde den sonst bei 100 Abonnenten verlosen, weil ich den nicht mehr brauche. Mit dem habe ich fast nie gespielt. Er ist nicht wirklich meins, aber ich würde ihn sonst verlosen. Schreibt es mir bitte in die Comments. Weiß nicht. Bei 100 Abonnenten oder so, keine Ahnung. Muss ich mir halt dann jeweils noch überlegen und ja, jetzt brauche ich was zu futtern, 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 futtern. Die Tür reiße ich weg. Die sieht scheiße aus. Die sieht scheiße aus. Und der Krani, der hat ein neues Video auf seinem Kanal. Multiplayer. Wir haben ein bisschen Online-Multiteam gesuchtet. Und er ist einer meiner dicksten Freunde so auf COD jetzt. COD-Art. Mit dem habe ich ziemlich viel gesuchtet, wortwörtlich gesuchtet. Und ja, ich kann halt jetzt nicht wirklich so viel COD mehr zocken, aber scheiß doch drauf. Ist doch mir egal. Aber schreibt mir bitte in die Comments, ob ihr euch anturnt. Anschauen würde ich. Ich hätte zwar auch Rust, aber das würde viel zu viel bei mir lecken. Zu viel zu viel. Was könnte ich noch sagen? Jetzt haben wir dann, glaube ich, eh schon 12 Minuten. Ja, Leute, mich freut es, dass ich jetzt wieder ein Video rausbringen konnte. Rausbringen konnte, ja. Mein bestes Deutsch, ey. Und schreibt mir bitte halt in die Comments, World of Warcraft unturned. Und ja. So, jetzt habe ich nicht mehr wirklich was zu labern. Jetzt brauche ich dann noch ein bisschen weiter. Lalalala. Du kannst noch nachts schlafen, ja, das weiß ich. Ich will jetzt da unten. Ich hätte noch ziemlich viel vor auf dieser Map. Ich will jetzt da unten. Das war so klar, das war so klar. Egal, das baue ich jetzt wieder zu. Das baue ich zu. Ja, Mann, komm auf der anderen Seite. Ja. Da, so, komm. Schreibt mir bitte in die Comments, wer Gamescom. Wer da ist. Ich fahr zwar nicht hin, aber. Mich würde es einfach interessieren, wer so von euch Gamescom ist. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was da vorgestellt wird. Ja. So, was hätte ich noch zu sagen? Elgato. Habe ich nicht wirklich was zu sagen. Das wird nicht mit Elgato. DoubleSnapperExe, ich weiß jetzt nicht. Vielleicht schaust du das Video, vielleicht auch nicht. Der DoubleSnapperExe, der hätte mir nämlich seine Elgato geborgt, ausgeliehen. Aber keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Halt, mir tut es halt leid, dass ich 2 Wochen jetzt kein Video gebracht habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt trotzdem noch dazu komme, dass ich noch ein Video dann mache, keine Ahnung. Ich schau halt, dass ich das jetzt so schnell wie möglich hochlade. Und dann sage ich, ja, ich buddle das jetzt noch ein Stückchen. Ja, ich glaube das bis zum Untergrund, dann kommt da so eine Stiege, so eine Treppe. Das finde ich auch ziemlich cool, so da einfach unterschiedliche Löcher zu graben. Kann man oft mal Diamanten finden oder ja, einfach unterschiedliche Sachen. Ja. Was wollte ich noch sagen? Mich wird's halt dann bald, mein Freund, die 60 Abonnenten. Ja. So, okay, die Daye wollte ich halt noch fertig bauen und dann sage ich ciao Leute und bis zum nächsten Mal.